Der letzte große Persona-Teil ist schon viel zu lange her. Wir brauchen langsam mal Nachschub. Jetzt erfüllt uns Atlus diesen Wunsch, wenn auch ein bisschen anders, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Statt Persona 6 steht nämlich Metaphor ReFantazio in den Startlöchern. Das Spiel als einen richtigen Nachfolger zu bezeichnen, wäre aber auch nicht ganz falsch. Das Fantasy-RPG ist nämlich nicht nur düster und abgefahren, sondern vor allem eins: typisch Atlus. Und genau das macht es so genial. You saw the tribes united as one. Metaphor trieft geradezu vor seiner Persona-DNA. Trotzdem setzt das neue Abenteuer auf ein ganz anderes Setting als bisher. Dieses Mal geht's also nicht in die Schule, sondern in das fantastische Königreich Ukronia. Schon in der Intro-Sequenz wird klar, dass es in dieser Welt nicht besonders zimperlich zugeht. Das Spiel startet nämlich schon mit einem Attentat auf den König. Da sein einziger Sohn einem Fluch zum Opfer gefallen ist und von der Bevölkerung für tot gehalten wird, braucht das Land dringend einen neuen Herrscher. Und genau da kommt der neue Protagonist ins Spiel. Als Gefährte des Prinzen soll er einen Weg finden, um den Fluch aufzuheben. Natürlich unter strengster Geheimhaltung. Die Untertanen dürfen erstmal nicht erfahren, dass der eigentliche Thronfolger noch am Leben ist. Während der Trauerfeier für den König wird kurzerhand ein Wettkampf ausgerufen, um einen würdigen Nachfolger zu finden. Was genau dort vor sich geht und vor welche Aufgaben euch das Turnier stellt, findet ihr am besten selbst heraus. Wir verraten nur so viel: um den Prinzen zu retten, müsst ihr selbst daran teilnehmen und euch verschiedenen Herausforderungen stellen. Das Volk auf eure Seite zu bringen, ist bei der zwielichtigen Konkurrenz gar nicht so einfach. So eine Mammutaufgabe ist außerdem kein kurzes Unterfangen. In den etwa 20 Stunden, die wir bisher in dem Spiel verbracht haben, haben wir schon echt viel erlebt und trotzdem wirkt es so, als würde unsere Reise gerade erst anfangen. Dafür haben wir uns direkt wie zu Hause gefühlt. Im Endeffekt ist Metaphor schlicht und ergreifend Persona, bloß mit einem anderen Skin. Das ist nicht als Kritik gemeint, ganz im Gegenteil. Für uns ist das ein riesiger Pluspunkt. Die JRPG-Reihe ist nicht umsonst für ihre Alltagssimulation und die tiefgründigen Geschichten bekannt. Von dem großartigen Stil und der Musik mal ganz zu schweigen. Stellt euch also genau das vor, bloß mit einer Mischung aus Fantasy und Mittelalter anstatt einer japanischen Oberschule. Denn auch beim Kampf um den Thron und das Leben des Prinzen habt ihr genug Zeit für euch. Ihr könnt wie gewohnt mit euren Anhängern chillen, entspannten Aktivitäten nachgehen und Nebenaufgaben erledigen. Wir mussten schon ein bisschen schmunzeln, als wir zum ersten Mal ohne konkrete Aufgabe auf die Hauptstadt losgelassen wurden. Es gibt nämlich nicht nur das Persona-typische Kalendersystem, sondern auch wieder eine begrenzte Anzahl an Aktivitäten pro Tag. Ihr müsst euch also tagsüber entscheiden, ob ihr euch in einen Dungeon wagen oder doch lieber mit einem der Charaktere abhängen möchtet. Abends dürft ihr auch auf eigene Faust losziehen. Da gibt's dann aber andere Möglichkeiten, um euch die Zeit zu vertreiben. Was genau ihr machen möchtet, liegt also ganz bei euch. Solche Entscheidungen können manchmal schwer fallen. Einerseits wollten wir unsere begrenzte Zeit möglichst sinnvoll nutzen. Andererseits sind gerade die unscheinbaren Momente in solchen Spielen besonders interessant. Da opfern wir also auch gerne mal ein paar Ingame-Stunden, um stattdessen einen interessanten Dialog zu hören. Welcome back. I've heard the news. You took down those dastards under Luisa's command, did you? News travels fast, I see. Well, just the nature of the inn, isn't it? Die Synchronsprecher machen mal wieder einen fantastischen Job und hauchen den Charakteren auf diese Weise richtig viel Leben ein. Umso enttäuschender ist es, dass viele Gespräche mal wieder nicht vertont sind. Klar, bei einem Spiel im Persona-Stil wird sehr, sehr viel geredet. Die Sprecher sind also trotzdem viele Stunden zu hören. Aber es ist sehr schade, wenn die eigenen Gruppenmitglieder plötzlich nicht mehr reden und es nur noch Textboxen gibt.
candidates are coming out of the woodwork. Speaking of which, I've actually heard another rumor. They say Sanctifex Forden is planning some sort of grand announcement. Word among the Sanctus Church is that it's bound to bring Luis out of hiding. Right? Bei irgendwelchen NPCs auf der Straße können wir das noch verstehen, auch wenn es der Immersion schadet. Bei Unternehmungen mit der eigenen Gruppe fühlt sich's aber danach an, als wären die Momente einfach nicht wichtig genug gewesen. Aber dafür verliert sogar der Protagonist höchstpersönlich mal das eine oder andere Wort. Look at that. That reminds me. Die gemeinsame Zeit ist aber auch ohne konsequente Vertonung eine wahre Freude. Genau darin liegt ja auch der Charme der Atlus-Spiele. Ihr habt die Wahl, was ihr tun möchtet. Hauptsache, ihr erledigt eure zeitgebundenen Missionen vor Ablauf der Frist. Also schmeißt den Kalender nicht gleich weg, lasst euch aber auch nicht zu sehr stressen. Ein weiterer wichtiger Teil des Gameplays, der uns ebenfalls direkt vertraut vorkam, ist das Kampfsystem. Die Entwickler haben es geschafft, durch kleine Twists frischen Wind in die rundenbasierten Prügeleien zu bringen. Der entscheidende Punkt, durch den es eben doch kein Persona-Teil ist, ist ganz einfach. Es gibt keine Personas. Stattdessen kämpft ihr mit sogenannten Archetypen. Von denen gibt es auch verschiedene Versionen. Allerdings sind es deutlich weniger, als wir das gewohnt sind. Freischalten könnt ihr sie in einer Art Traumwelt, die uns stark an den Velvet Room erinnert hat. Das liegt auch daran, dass ihr dort mit einem mysteriösen Mann interagiert, der schon etwas Ähnlichkeit zu Igors Assistentinnen aus Persona hat. Then we bludgeon the torso, knock the wind out of it. Später lässt sich das aber auch über das mal wieder sehr stylische Menü erledigen. Außerdem trefft ihr nicht einfach so in der freien Wildbahn auf solche Archetypen. Die meisten eurer Gegner gehören nämlich einer ganz anderen Spezies an, den Menschen. Ihr habt richtig gehört. In Metaphor gibt es verschiedene Völker, die nicht besonders harmonisch zusammenleben. Menschen sind aber keins davon. Sie sind vielmehr riesige, groteske Monster. Eine solche Begegnung bedeutet für die ganz normalen Einwohner den sicheren Tod. Zum Glück sind der Protagonist und seine Gefährten ähnlich hilfsbereit wie die Phantomdiebe. Deshalb wollen sie nicht nur dem Prinzen, sondern gleich auch allen anderen helfen. Im Kampf gegen die Menschen und andere Kreaturen verfügt jeder Charakter prinzipiell über jeden Archetypen, sobald er für ihn freigeschaltet wurde. Ihr müsst euch zwar für einen zur Zeit entscheiden, er lässt sich aber jederzeit übers Menü wechseln. Es ist dieses Mal also nicht nur der Protagonist, der seine Taktik anpassen kann, und das ist auch gut so. Je nachdem, welche Archetypen ihr dabei habt, ergeben sich verschiedene Syntheseangriffe. Diese Attacken sind besonders stark. Einige davon werden sogar in einer schicken Sequenz ausgeführt. Das ganze Spektakel hat aber seinen Preis. Anstatt stur einmal jeden angreifen zu lassen, habt ihr eine bestimmte Anzahl an Aktionen pro Runde. Ein normaler Angriff kostet zum Beispiel einen Punkt und ein Syntheseangriff gleich zwei. Haut ihr mal daneben, müsst ihr zur Strafe gleich zwei Aktionen dafür einbüßen. Erwischt ihr aber die Schwachstelle eines Gegners, bleibt im Gegenzug noch ein halber Punkt übrig und so weiter und so fort. Außerdem müsst ihr euch entscheiden, wer in der Vor- und wer in der Nachhut steht. Dadurch verändert sich nämlich die Stärke von eurem Angriff und der Verteidigung. Durch solche Anpassungen bekommt das Kampfsystem mehr taktische Tiefe und bleibt trotz des immer gleichen Schemas sehr unterhaltsam. Außerdem könnt ihr schwache Gegner, die euch sowieso unterlegen wären, direkt in der Oberwelt umnieten. Und darüber haben wir uns besonders gefreut. Es spart nämlich nicht nur Zeit, sondern auch wichtige Ressourcen, die wir für die stärkeren Gegner gebraucht haben. So konnten wir entspannt leveln, ohne uns jedes Mal in den Kampfbildschirm zu stürzen. Da jeder der Charaktere über verschiedene Stats verfügt, von denen pro Levelaufstieg zwei verbessert werden, werden auch sie selbst und nicht nur die Archetypen stärker. Insgesamt ähnelt Metaphor aber nicht nur Persona. Es gibt noch ein weiteres Spiel, das in die gleiche Kerbe schlägt. Die Rede ist von Fire Emblem Three Houses. Beide weisen sowohl religiöse als auch politische Elemente auf. Außerdem verfügen sie über ein ähnliches Aktivitätensystem und ausgeprägte Beziehungen zu den anderen Figuren. Wenn ihr Three Houses mochtet, aber mit dem modernen Schulsetting von Persona nicht so richtig warm geworden seid, schaut euch das hier mal genauer an.
Und auch wenn ihr bisher keinen Kontakt mit JRPGs hattet, solltet ihr es nicht direkt als Anime-Spiel abschreiben. Im Endeffekt ist Metaphor einfach ein Fantasy-Rollenspiel, das abgesehen vom Grafikstil nicht allzu sehr nach Japan schreit. Im Alltagstrott bleibt zum Beispiel auch noch genug Platz für recht klassische Nebenmissionen in der Spielwelt. Es ist also eine tolle Gelegenheit, mal in das typische Spielprinzip von Atlus reinzuschnuppern. Insgesamt vereint Metaphor die vielen einzigartigen Qualitäten der Persona-Reihe mit einem für die Spiele ganz neuem Setting. Dabei kam uns direkt eine Frage in den Kopf. Legt das Entwicklerteam damit vielleicht den Grundstein für ein neues Genre? Damit meinen wir jetzt nicht gleich sowas wie die Souls-Likes, die den Markt mittlerweile komplett überfluten. Aber Atlus hat bewiesen, dass sich ihr Spielsystem hervorragend mit ganz anderen Szenarien verbinden lässt. Vielleicht erwartet uns in Zukunft ja noch das eine oder andere Spiel mit einem Setting abseits des Schulalltags. Jetzt freuen wir uns aber erstmal über Metaphor, das mit Recht zu einem der größten Spielehits des Jahres geworden ist.